Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Gute Vorsätze. Es ist wieder soweit, jetzt macht man sich wieder die guten Vorsätze und ich möchte dir mal berichten, was so meine Beobachtungen zu dem Thema gute Vorsätze oder Projekte für das neue Jahr sind. Das wird kein Video, in dem ich dir Tipps gebe, wie du gute Vorsätze schmieden kannst oder wie du sie am besten in die Tat umsetzen kannst. Und es ist auch kein Video, in dem ich dir erzähle, wie du in diesem Jahr wirklich endlich mehr regelmäßig Sport machen kannst. Ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Und zwar halte ich dieses Thema gute Vorsätze aufgrund meiner Erfahrungen, die ich hier mit unseren Kunden gemacht habe, für einen totalen Blödsinn. Ich möchte dir auch sagen, warum. Was ist denn der Grund dafür, dass sich ein Mensch einen bestimmten Zeitpunkt aussucht, ab dem er ein gewisses Verhalten anders oder ja besser machen möchte? Was ist der Grund dafür, dass man es sich vornimmt für einen bestimmten Termin und dass man es nicht einfach jetzt sofort genau in diesem Moment macht? Der Grund ist ganz einfach, diese Veränderung erfordert Mühen, Disziplin, vielleicht Verzicht. Vielleicht ist das unbequem, unangenehm. Man muss Gewohnheiten umstellen, man muss sein Verhalten verändern, man muss bereit sein, sein Leben ein Stück weit zu verändern. Und das machen wir Menschen nicht so wirklich gerne. Wir sind eigentlich alle eher Gewohnheitstiere. Wir verlassen nicht so gerne unsere Komfortzone. Und daher haben wir so ein bisschen die Idee, wenn wir diese eine Sache jetzt noch hinter uns bringen, wenn wir zum Beispiel das Weihnachtsfest noch hinter uns bringen, dann kann ich mein Abnehmen starten, weil dann sind die Feierlichkeiten vorbei. Ich kann also noch genießen, kann etwas essen und dann nehme ich ab. Oder wenn der nächste Geburtstag zu Ende ist oder wenn die nächste Prüfung geschafft ist, dann habe ich wieder mehr Zeit zum Trainieren. Erst muss ich noch lernen für diese große Prüfung und wenn ich das geschafft habe, dann werde ich wieder anfangen zu trainieren. Das ist ja eigentlich auch ein guter Vorsatz, jetzt vielleicht nicht an den Jahreswechsel geknüpft, sondern einfach an einen anderen Zeitpunkt. Und dahinter steckt so ein bisschen die Theorie, dass man jetzt noch irgendwas hat, was man erstmal schaffen muss, über diese Hürde muss man erst nochmal drüber und danach ist es dann alles glatt und einfach. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wenn wir unser Leben mal angucken und mal zurückblicken, wie das eigentlich ist, dann ist es so, es gibt stressige Zeiten, wo man viel zu tun hat und vielleicht wenig Zeit hat oder einfach die Prioritäten anders gelegt hat. Und wenn die vorbei sind, was passiert dann? Naja, dann kommt wieder irgendetwas, was vielleicht stressig ist und wo die Prioritäten vielleicht anders gelegt werden müssen. Anders ausgedrückt, es wird immer einen Grund geben, warum man es jetzt gerade nicht tun kann. Jetzt ist ja so die Zeit des Jahreswechsels und viele Leute nehmen sich ja vor, mehr bewegen und meistens ist damit auch das Abnehmen verbunden. Deswegen möchte ich es jetzt mal am Thema Abnehmen festmachen. Es ist einfach ein sehr leichtes und anschauliches Beispiel. Es lässt sich natürlich auch auf alles andere übertragen. Die Idee, dass man jetzt die Feierlichkeiten noch mit sich nehmen kann und dann quasi im neuen Jahr nach den Feiertagen anfängt, das Unbequeme, nämlich der Verzicht auf die Nahrung, auf den Konsum einzubauen und sich dann anders zu verhalten, das ist ja nichts anderes als der Ausdruck von dem, ich mache es jetzt nicht und ich mache es später. Und das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, eine völlige Illusion. Ich möchte dich dazu ermutigen, fang einfach an, mal drüber nachzudenken, diese Zeitpunkte, die wir uns immer nehmen. Ab dem Geburtstag fange ich an oder ab dem neuen Jahr fange ich an oder ab den Sommerferien fange ich an. Das sind ja menschengemachte Zeitpunkte. Die Zeit vergeht einfach und ob jetzt der 31.12. ist oder nicht, das ist deinem Körper ja völlig egal. Der merkt das ja gar nicht. Ich möchte dich einfach ermutigen, lass diese Gedanken einfach mal weg und finde mal für dich persönlich heraus, was sind die Gründe, warum du nicht jetzt direkt anfängst, das umzusetzen. Jetzt. Warum fängst du nicht heute an, dich besser, gesünder zu ernähren? Oder warum fängst du nicht sofort an, mehr und besser zu trainieren? Warum? Was ist der Grund? Und wenn du das rausgefunden hast, wenn du genau findest, was du für Widerstände hast und warum du das nicht machen möchtest, was dich abhält, dann bist du ein ganz, ganz großes Stück weiter, denn dann kannst du an dem arbeiten, was wirklich wichtig ist. Und solltest du zu dem Schluss kommen, dass du den Weg dahin gar nicht magst, also dass du Sport überhaupt nicht machen möchtest,
oder dass du vielleicht auch sagst, ich will mich gar nicht anders ernähren, dann ist das auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die dir möglicherweise in deinem Leben sehr, sehr viel Leid und Anstrengung ersparen kann. Denn auch wenn du das erkennst, wird es trotzdem Wege geben, wie du gesund bleiben kannst und wie du ein gutes Leben haben kannst. Aber vielleicht kommst du sogar viel schneller an dein Ziel und du quälst dich einfach nicht mehr so, weil du irgendwelchen Dingen hinterherjagst, die gar nicht zu dir passen. Das ist vielleicht ein ziemlich untypisches Gute-Vorsätze-Video, aber ich möchte das einfach mal sagen, ich erlebe jedes Jahr so viele Menschen, die nehmen sich Dinge vor und es ist von vornherein vollkommen zum Scheitern verurteilt, weil sie einfach ein völlig falsches, von meinem Standpunkt aus, völlig falsches Gedankenmodell dahinter haben. Es ist nicht so, dass im Januar der ganze Stress hinter einem ist und man hat ein ganz glattes Zeitfenster vor sich, wo man Wochen und Monate lang ganz toll an seinen persönlichen Bedürfnissen arbeiten kann. Manchmal ist es so, meistens ist es nicht so. Schaff dir die Umstände, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen. Und dann wird es mit deinen guten Vorsätzen klappen. Und zwar egal, wann du sie fasst. Du kannst jetzt anfangen, was besser zu machen. Du legst fest, ob du das willst oder nicht. Danke, dass du zugeschaut hast. Schreib gerne deine Fragen und deine Meinung in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.